Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Dantes Inferno. Ich bin hier auf den Fährmann drauf, diesen titanähnlichen Fährmann, und wir betreten jetzt die Stadt. Die Stadt von Dis. Und vielen, vielen Dank an alle Leute, die die letzte Folge wieder bewertet haben. Und jetzt geht's weiter. Wenn es euch gefallen sollte, immer gern Daumen nach oben für dieses Let's Play Projekt. Unterstützt die Videos. Okay, da laufen sie alle weg. Die Stadt Dis. Wir haben die Wolkenkratzer links und rechts. Und wir machen alles kaputt. Ist doch voll nett, dass uns hier dieser Fährmann jetzt so unterstützt, oder? Und mit uns hier die ganze Stadt zu Klump schlägt. Noch sind gar keine Gegner gekommen. Da kann man auch mal aufstampfen, ja. Da kann man auch mal aufstampfen, würde ich sagen. Okay. Eine Brücke. Bloß nicht runterfallen, ja. Bisher ist es ja nur ein Spaziergang. Gegner. Kann ich ja platt treten so. Durch. Oh! Boy! Wir fallen runter. Halt dich fest, Tante! Wir brauchen den noch. Warum springen wir ab? Och man. Jetzt konnte ich gar nicht richtig einsetzen mit Feuerspeien und so. Gut, dass er das alles konnte und die uns gesagt haben, ey, der kann das und das. Jetzt ist er schon wieder weg. Spielverderber. Voll die Spielverderber. Ah, boah. Gott sei Dank ist das ein bisschen länger gewesen hier. Was sind das denn da für Stacheln? Wollt ihr mich verarschen? Ja, schon wieder? Ich glaube, ich muss da hochklettern erstmal. Nicht. Bleib stehen, ich will nach oben. Abseilen. Ja, ich will mich nicht abseilen. Ich will eigentlich nach oben. Abseilen bringt ja nichts. Hier haben wir eine weitere Speicherstatue. Und ein Rad. Ja, toll. Ich wollte speichern. Okay, Tür ist wieder offen. Danke. Den Stücks auch hinter uns gelassen. Dann drehen wir mal das Ding. Uiuiui, da muss aber schnell sein. Die kommen sicherlich wieder rausgefahren. Okay, 3, 2, 1 und laufen. Lauf, 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 Tante. Und schwingen. Easy. Ja, gar nichts los hier. Gar nichts los hier. Okay. Kommt da Feuer raus? Das sieht so flammig aus. Nö. Da kommt doch Feuer raus. Okay, da unten ist ein weiteres Ding. Ist hier noch irgendwas? Ja. Ah, Flieger. Da kann ich auch lang. Welche Richtung soll ich denn zuerst gehen? Ist hier links was eigentlich? Da ist gar nichts. Ich muss da lang.
Schießt denn da noch einer von der anderen Seite? Ist auch weg. Ist da oben was? Nö. Mal ganz runter. So. Oh, Feuerball. Feuer aus. Ich kann doch da nur rüber, wenn das Feuer auch aus ist. So, jetzt. Boah, das war knapp. Okay, wieder runter. Noch weiter runter. Jupp. Mach das aus. Danke. Wird gar nicht mehr aufzubrennen hier in der Stadt. Ach, schau mal an. Wow. Wer hat das Licht angemacht? Ach, da springen kann ich sicherlich nicht. Ich muss erstmal nach unten. Jawohl. Ketzerei! Hier kommen die Ketzer hin in die Stadt. Ob Sektierer, Ketzer, Heiden, sie allesamt hier schmoren und in der Hölle flammen, sind auf ewig sie verloren. Richtig. Werde ich diese Verdammten hier sehen? Farinatas Zorn. Noch ein neues Ding. Man, Reliquien gibt es so viele. Benutze Brunnen, werden umgehend zerstört. Na dann. Diese Gruften sind verschlossen, bis von Josaphats Gericht sie mit den Leibern, die sie ließen, kehren in diese Welt zurück. Okay, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. So. Also den Vergil, meine ich. Ja, schön. Lebenspunkte und Mana, wieder alles voll. Ich habe auch 4000 Seelen. Da könnte ich vielleicht auch mir wieder irgendwas holen. Stufe 5, ja. Oder ich spare das auf, bis ich hier... Guck mal, der Rang 5 ist gar nicht mehr so weit entfernt, damit ich mir beim nächsten Mal hier gleich sofort die Reliquien und vielleicht Lebenspunkte kaufen kann. Dann behalte ich die nochmal. Ich brauche nur Heiligkeitsstufe 5 unbedingt. Eieiei. Dich kenne ich schon. Wow. Vielleicht reicht er ja schon für Heiligkeitsdingens. Mann! Er unterbricht meine Kombo. Dankeschön. Reicht das? Reicht das? Das reicht noch nicht. Ja, denkst du, dass du einfach durchlaufen kannst? Nee, gar nichts ist. Vielleicht doch? Wow! Lass das! Hier geht's ja gar nicht weiter. Wenn ich hier stehe und das Feuer kommt raus, dann bin ich aber ganz schön am Arsch. Wo muss ich ihn hin? Da sind doch noch mehr von den Dingern. Ja, endlich, die Tür ist offen. Puh, ich dachte schon, da kommen gleich wieder Flammen und ich werde gegrillt, weißt du? So richtig hart Barbecue-mäßig. Der Brutzler. Von Dantes Hof. Da haben wir noch einen weiteren Brunnen. Ach, ich bin schon wieder unten. Kleiner Kletterausflug.
Warum gehen immer hinter mir Tür zu? Wow! Okay, der hat den Grill angeschmissen, der Blöde. Also weg von den Brunnen, sondern sofort dahin, damit er den Grill nicht anschmeißt. Hier kann man aber stehen, wenigstens. Kann ich aufstehen lassen. Jawohl. Und da ist er weg. Ich brauche Heiligenpunkte. Reicht alles nur noch nicht. Kommen bestimmt noch welche, oder? Ich will die Brunnen natürlich selbstverständlich auch noch haben hier. Ja, geil! Judas-Münzen! Noch mehr? Leider nicht. Na gut, das reicht ja auch, ne? Man muss ja nicht gierig sein. Habgier und so, weißt du, wisst ihr. Ey, ey, ey! So ein Arsch, ey! Wenn ich jedes fertig habe, dann habe ich auf jeden Fall die Stufe erreicht für Heiligkeit. Und das war's. Da hab ich's. Genau, da hab ich's, da hab ich's, da hab ich's. Yay, da freue ich mich aber. Und 5000 Seelen auch. Dann heißt das hier 3000 ausgeben für das Reliquienfeld. Und dann nochmal hier 4000. Ah, 4000 für das Leben. Reicht leider nicht. Dann spare ich lieber noch. Achso, Reliquie. Ja. Da will ich jetzt die mit reinhauen, wo meine Kreuzangriffe hier noch stärker werden. Da, Gottes Segen. Erhöht den Schaden aller Kreuzangriffe um 20%. So. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Hier die Todesklinge mit mehr Schaden. Das Ding, um meine Erlösungsenergie mehr aufzuladen. Das Ding, um Angriffe zu vereiteln. Und mehr Schaden für die Kreuze. Das sind so meine vier, die ich gerne spiele jetzt. So. Was ist das für ein Geräusch? Vergil! Was geht? Ich war nicht lang tot, als ein mächtiger Geist fuhr herab und rief uralte Seelen aus ihrem Grab. Nahm Adam und Abel seinen Spross, gleich wie Noah und Abraham in seinen Tross. Als dann erbebten des dunklen Tals Wände, mir schien's, dass das All selbst Mitleid empfände. Okay. Was willst du mir damit sagen? Ach, guck mal, hä? Da oben ist ja was. Unten muss ich weiter. Das ist halt der offensichtliche Weg, aber hier oben hätte man fast übersehen, glaube ich. Aha. Schau mal einer an. Wahrscheinlich Judas-Münzen. Nein. Aber Reliquie hier oben. Guck mal einer an. Eine Ebene, die jeder mal hätte übersehen können. Der dritte Beatrice-Stein. Macht des Kreuzes. Juhu. Das war doch jetzt hier. Sammle alle Beatrice-Steine, um die Fähigkeit zu erhalten, die Verdammten automatisch zu erlösen. Kann ich jetzt gar keinen mehr mit unheilig töten? Da, automatische Erlösung. Du hast alle drei Beatrice-Steine gefunden. Du hast die automatische Erlösung freigeschaltet. Ab sofort kannst du alle Verdammten automatisch erlösen.
Ach so, wahrscheinlich dieses Minispiel da nicht mehr kommt mit den Seelen, oder? Karl war eine Klinge. Okay, was machen die Klinge? Wandelt das Ausweichen in einen Angriff um, der Dantes Gegner zurückwirft und geringen Schaden verursacht. Aha. Kann ich auch hier runterspringen? Würde schneller gehen. Nö. Da muss ich wieder klettern. Ich kann jetzt schon mal sagen, Leute, beim nächsten Speicherpunkt ist hier Schluss. War nämlich jetzt hier einige Folgen, die ich am Stück aufgenommen habe. Es geht schon wieder so weit runter, ey. Hui! Bin da. Brunnen, Brunnen. Da unten Brunnen. Eine Statue. Da oben Licht. Eine Seele. Da kann ich das jetzt mal ausprobieren mit dem. Mit dem Erlösen. Werf diese Exkommunikationsbulle in die Flammen. Zusammen mit dem Boten. Oder auch nicht. Der hört sich aber böse an. König Friedrich II. Der kriegslüsterne Rex Romanorum, dessen Seele im Kreis der Ketzerei schmort, weil er zu Lebzeiten im ständigen Streit mit dem Papst und der Kirche lag. Ich wurde entthront und gedemütigt. Ehrlich gesagt kann ich den aber verstehen, denn mit der Papst und mit der Kirche würde ich auch die ganze Zeit im Streit hängen. Also automatisch erlösen. Gottgütiger Herr, allmächtiger Gott. Ja. Gut, dein Leiden ist vorbei. Das gibt halt denn 600 Seelen. Wenn ich dieses Minispiel machen würde, würde ich aber vielleicht noch sogar mehr dazu bekommen, oder? Man spart halt ein bisschen Zeit. Also man spart ein bisschen Zeit, aber man holt nicht so viel raus davon, oder? Ich meine, bei den anderen habe ich teilweise immer über 1000 und sowas gehabt. So kriegst du halt immer 600 fest. Sofort. Ey, die Tür ist zu. Oadriax? Magier! Ketzer! Ketzerei, Magier! Hey! Der kontrolliert die, ne? Okay. Die Tür ist wieder auf. Wo geht's denn weiter hier? Jetzt lässt die nächste Speicherstelle natürlich mal wieder voll auf sich warten. Das ist immer so das Blöde. Ab und zu kommen die schnell hintereinander, ab und zu gibt es ja lange Zeit gar keine. Hopp. Die Götter haben mich verlassen. Da ist eine! Yay! Perfekt. Perfekt. Das passt richtig gut heute. Das passt richtig gut. Erstmal nochmal hier gucken. Komm mal, hier sind noch zwei Brunnen. Die kann ich vorher nochmal nehmen. Und dann geht's hier weiter, okay. Feine Sache, das Ganze. So, ich habe jetzt auch genug Punkte, um die Lebenspunkte da zu skillen. Da. Nee, kostet 4000. 4000 waren es. Ich habe 3400. Naja. Okay, dann speichere ich jetzt hier. Bin schon mal über 5 Stunden. Das passt noch. 5 Stunden, 25 Minuten. Spielzeit. So, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Dantes Inferno. Wir befinden uns in der Ketzerei und in der nächsten Folge geht's weiter hier in der Stadt Dis in der Ketzerei. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Das reimt sich alles auf Ketzerei. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.